Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich bin ein wenig angeschlagen, aber wir schaffen das hier heute schon mit dem Dreh. Spezialpartnerschaftslegung machen wir heute. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Birgit und ich bin ein Medium der geistigen Welt. Ja, und wie gesagt, etwas angeschlagen, aber was lernen wir daraus? Erkenntnis. Ja, man tanzt wie eine Verrückte, es macht Spaß, es ist schön, es ist wunderbar, tolle Energie. Und ja, und dann geht man raus in die Kälte. Und steht dann da. Das ist nicht so gut. Ja, aber ich habe es ja gelernt, deswegen. Also verzeiht mir ein wenig, ne? Ja, meine Nase habe ich das Gefühl, die hängt schon in Fetzen, aber dafür gibt es ja dann Mittelchen, wo man das ein bisschen, ja, retuschieren kann. So, aber was ich ja nicht lassen kann, ist mein Ritual. Danke, 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 ihr da draußen. Die Abonnenten steigen. Ich freue mich total klasse. Und immer wieder Dankeschön für das tolle Feedback. Ja, das ist einfach wunderbar. Und mir macht das Ganze einfach Spaß. Und ja, aber ich habe gerade das Gefühl, mein Gesicht weiß das gar nicht, dass ich Spaß habe. Ja, ich sag ja, ein bisschen verbeilt, aber vollkommen in Ordnung. Ja, wir machen heute die Spezialpartnerschaftslegung und da freue ich mich drauf. Und ja, was so besonders schön ist, ich konnte so einige Partnerschaften retten. Natürlich. Wenn vorbei, dann ist vorbei. Also wenn nichts mehr an Gefühlen oder sonst was da ist. Oder wenn es vielleicht sogar ums Fremdgehen geht. Das Vertrauen, was da missbraucht wurde, das ist immer schwierig, das wieder aufzubauen. Da können nur beide dran arbeiten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, aber jetzt machen wir hier unsere Spezialpartnerschaftslegung. Und dann gucken wir mal, in welchen Situationen ihr gerade drin hängt. So, und wir legen los. So, Dele. Dann gucken wir mal. Wir machen wieder die Situation. Da ist es schon. So, und für die, die eben meine Videos noch nicht kennen, ich decke nichts vorher auf, ich bereite nichts vor. Ich mache erst das Kartenbild und zum Schluss decke ich auf und am Ende des Videos mache ich davon nochmal ein Foto. Also, ne, hier wird nichts vorbereitet, wo ich dann die Karten da schon liegen habe, mache ich nicht. Ich lasse mich da komplett führen und gleiten. So, und dann gehen wir mal in die zweite Situation. Und in die dritte Situation. So, und dann gucken wir mal hier, was das Liebesorakel uns noch dazu zu sagen hat. Erste. Zweite, dritte. So. Und die lieben Engel. Die nehmen wir heute auch dazu. Diese. Und eine Krafttierkarte ziehen wir am Schluss. Für uns alle und eine Liebeskarte noch für uns alle. So, für die erste Situation, für die zweite und für die dritte. Ja. So, jetzt decken wir mal hier auf und dann gucken wir mal. Existenzängste, Einsamkeitsängste. Ja, man kann auch. Man kann auch verheiratet sein oder in einer Partnerschaft leben
und sich da trotzdem sehr einsam fühlen. Das hat aber auch etwas mit einem selbst zu tun, mit der Eigenliebe. Das ist auch immer wieder so ein großes Thema. Wollte ich früher auch nicht verstehen. Ja. Aber wir lernen ja alle nicht aus. Dafür sind wir ja hier. Wären wir perfekt, wären wir wieder oben. Na? Deswegen. Man muss es nur eben sehen und für sich selber auch anerkennen. Also ganz, ganz wichtig. Ja, hier geht's. Also, in der ersten Situation, wenn ihr da drin steckt, da ist ganz klar so wieder lernen, mit dem Leben zu gehen. Nicht als Eremit zu leben, das ist ganz, ganz wichtig, weil hier kann es eben in der Partnerschaft sein, dass der eine so wirklich so als Eremit lebt, also das heißt im Grunde genommen sich immer zurückzieht, immer wieder. Und dadurch zieht sich natürlich auch die Partnerin oder der Partner auch zurück, das ist ganz klar. Man geht nicht mehr mit dem Leben. Der Alltag ist eingezogen. Viele Probleme, viele Sorgen. Hier auch viele Sorgen, Existenzängste, Einsamkeitsängste. Und das ist natürlich auch immer in der Partnerschaft kann das oft das ausbedeuten. Wenn man da drin hängt und die Situation nicht neutral und richtig erkennt, geht die Partnerschaft ins Aus. Weil hier auf der einen Seite hält man fest, weil man Angst hat, einsam zu sein. Aber auf der anderen Seite möchte man einsam sein und nicht mit dem Leben gehen. Und hier kann es auch sein, dass man dann zum Beispiel in eine Lethargie verfällt, oder gleichzeitig schon eben auch in eine Depression verfällt. Also da muss man wirklich drauf achten und dann wirklich sich jemand Neutrales dazu nehmen, um über diese Situation zu sprechen. Wenn es um die Finanzen geht, wie hier, so von wegen, man kann nicht richtig und in der Leichtigkeit leben, weil immer wieder zu wenig Geld da ist, weil das Geld hin und vorne nicht reicht, zieht man sich zurück, zieht man sich auch unter Umständen von dem Freundeskreis zurück, weil man sich zum Beispiel auch schämt und sagt, nee, da kann ich nicht mithalten, ne? So nicht offen und ehrlich ist und dann zieht man sich zurück. Also ich meine damit wirklich, dass man an vielen Dingen eben nicht mehr mit teilnimmt, auch auf Geburtstage nicht geht, auf Partys nicht geht, weil man einfach da im Moment finanziell nicht mithalten kann. Das heißt, man kann eben nicht 50 Euro im Monat für Geschenke oder für Partys oder sonst was ausgeben, geht einfach nicht. Ihr solltet da aber wirklich immer offen mit den Freunden, Bekannten und so sprechen, weil es ist wichtig. Wenn man sich zurückzieht, wissen die anderen ja gar nicht, was ist da mit dem jetzt gerade los, was haben die für eine Krise, was haben die für Sorgen. Also geht da offen und ehrlich mit um. Ja, das ist hier ganz, ganz wichtig. So, dazu kommt dann hier auch diese Eigenliebe, diese Eigenverantwortung, in die Themen reingucken heißt wirklich, wo bin ich nicht in meiner Mitte? Wenn ich nicht in meiner Mitte bin, dann strahle ich das auch nicht aus, dann kann ich auch nicht in der Leichtigkeit sein, dann gehe ich eben wie der Eremit wirklich so komplett zurück. Und hier ist eben auch wenn der Alltag eingezogen ist, zum Beispiel, man hat sich gar nichts mehr zu sagen, man hat sich gar nichts mehr zu erzählen, ja, weil man unternimmt ja auch nichts mehr zusammen, man hat keine Erlebnisse mehr, und das ist einfach, da fehlt einfach was, da fehlt so ein Fundament in der Kommunikation, ne? Oder dass man zum Beispiel in der Partnerschaft drin ist und nicht möchte, dass der Partner oder die Partnerin auch mal allein auf die Piste geht, ja, aber das braucht man. Man braucht für sich selber auch mal, dass man mal in einem Freundeskreis wirklich loszieht. Wie man immer so schön sagt, man zieht mit den Jungs los und man macht auch mal einen Mädelsabend. Das gehört einfach dazu.
Weil man muss ja auch nochmal andere Sichtweisen bekommen. Und das ist sehr, sehr wichtig hier. Also das ist auch immer so ein Thema, was ich immer wieder auch höre, so von wegen, der will alleine in Urlaub fahren, der will alleine da ein Wochenende mit den Jungs weg, oder eben auch im umgekehrten Fall. Leute, wenn ich Vertrauen habe, dann kann der um die Häuser ziehen oder die. Wenn ich da kein Vertrauen habe und dauernd nur misstraue, dann fange ich ja da schon an zu senden. So, und dann sollte ich mich selber aber hinterfragen, was ist da in mir? Was läuft da in mir für ein Programm ab, wo ich wirklich reingucken muss? Ja, deswegen, also, ja, eine heftige Situation, aber nicht aussichtslos. Also hier kann man wirklich was tun, wenn man in dieser Situation ist, dass man das wieder dreht, dass man wirklich wieder Feuer in die Partnerschaft bringt, und auch mit dem Partner wieder was unternimmt. Und es muss ja nicht direkt, wenn das Geld einfach nicht reicht, direkt da so wurscht, ein Wellness-Wochenende oder sonst was sein. Man kann sich auch so wirklich mal einen schönen Tag machen. Einfach mal sich wirklich was einfallen lassen, in die Kreativität gehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nicht zu Hause da, ja, wirklich in der Ecke sitzen und denken, wie furchtbar doch das Leben ist und das Leben meint es nicht gut und. Das bringt euch nicht weiter. Nach Lösungen gucken. Und das ist immer sehr, sehr wichtig. Und hier, die Karte passt so wunderbar, Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Das heißt hier, wenn man da wirklich wieder okay sagt, der Alltag ist eingezogen, wir haben im Moment finanzielle Probleme, davon dürfen wir uns aber nicht runterziehen lassen. Wir können ja auch etwas anderes machen. Im Grunde genommen wirklich, man kann ja auch mal irgendwo hinfahren oder man geht spazieren. Es gibt Möglichkeiten. Man muss da wirklich auch so für sich kreativ sein. Und wenn es nur wirklich einfach ein Picknick am Rhein ist, oder an einem anderen Fluss, ich spreche hier nur von Köln, ne? Ja, also auch woanders natürlich. Aber da seht ihr ja, mein Herz schlägt eben für Köln, ja, ganz klar. Aber daraus kann sich wieder viel entwickeln, weil da einfach mal einen Korb packen und sagen, komm, jetzt gehen wir da mal an einem schönen Tag, das geht ja jetzt wieder los, die Sonne scheint heute auch und das ist total toll, dass man da mal wirklich rausgeht und einfach auch mal auf andere Gedanken kommt, die Sorgen einfach mal für den Tag als Tabuerklärung, Punkt. Und wieder in die Leichtigkeit gehen. Und das ist doch total schön. Und sich mal wirklich auch wieder an der Natur erfreuen und einfach sagen, Mensch, ja, man muss eben den Moment, die Stunden, die man hat, wirklich genießen, damit die Liebe auch wieder entfachen kann. Ganz, ganz wichtig. Und hier ist auch noch mal eine Botschaft von Erzengel Metaron. Und zwar geht es hier um die Chakrenreinigung. Und das passt auch wieder hervorragend. Hier die Energie, die Leichtigkeit, die muss fließen. So, wenn ich mich reflektiere und gehe da rein und sage, Mensch, wo bist du denn gerade mal jetzt hier aus der Umlaufbahn geraten? Wo musst du denn mal wieder in ein Thema reingucken? Dann wirklich hier sich wieder öffnen, die Erkenntnis daraus bekommen, das Bewusstsein verändern und dann wirklich da wieder ganz klar in die Leichtigkeit und in die Lebensfreude gehen. Und eine Chakrenreinigung, die können wir natürlich auch so machen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Videos von, was auch immer wieder wunderbar ist. Und das ist zum Beispiel Baden, Tote Meer Badesalz nehmen. Und ich habe von einem sehr, sehr lieben Kollegen mal vor längerem den Tipp bekommen, nochmal mit einem Schuss Essig, weil das ist eben auch nochmal zusätzliche Aura-Reinigung. Es tut gut. Es tut einfach nur gut. Also, meine Lieben, denkt da mal ein bisschen an euch. Nicht, dass die Partnerschaft durch den Alltag so komplett einschläft. Es wäre einfach zu schade. Und ja, auch da durfte ich eben schon vielen raushelfen, das mal wieder so hier, ne, die Denkweise wieder
Weil ich höre ganz oft, dass gesagt wird, da muss die oder der sich aber verändern. Nee, ich muss mich verändern. Ich muss erstmal in mein Thema gucken. So, und dann kann ich nach einer Lösung gucken und natürlich mit meinem Partner, Partnerin darüber sprechen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Ja, und jetzt muss ich einmal. Entschuldigung, aber. Das Gehirn funktioniert ja hier. Es ist echt verrückt. Aber naja, ich bin selber schuld. Und naja, aber Unkraut vergeht nicht. So, jetzt gehen wir in die zweite Geschichte rein. Und zwar geht es hier wirklich um ganz, ganz viel Gefühl. Da geht es um das eigene Ich-Leben. Also viele haben ja immer wieder Angst vor dem eigenen Ich, vor dem authentisch Sein. Hier geht es darum, auch Gefühle fließen zu lassen, Gefühle zu zeigen. Dann auch hier der Turm, diesen Absprung da zu schaffen, in dieses authentische Ich zu kommen, zu sagen, was einem wirklich nicht passt. Und ich sage ja wirklich immer, man kann auch liebevoll dem anderen mal sagen, hey, das gefällt mir überhaupt nicht, das ist grenzüberschreitend, das geht nicht, das verletzt mich, das tut mir weh. Das kann man ja mal rüberbringen. Hier, und da ist es wirklich wichtig, diesen Sprung zu wagen. Natürlich nicht nach Jahren, ne, des Schweigens, da auf einmal so buff ausbrechen und da mal so richtig auf den Tisch zu hauen. Immer wieder auch sagen, darüber sprechen und eben Gefühle zuzulassen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ganz oft versteckt man sich ja dahinter. Man versteckt sich auch dahinter, weil man eben auch durch alte Geschichten, alte Verletzungen einfach da wirklich noch in einer Angst verhaftet ist. Also hier geht es wirklich darum, dieses zu zeigen, sein Herz zu öffnen und die Gefühle fließen zu lassen. Und das kann natürlich auch durch Gestiken sein, die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung des Partners oder der Partnerin. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber hier eben auch liebevoll wirklich sagen, so, hey, finde ich jetzt hier nicht so gut oder sollen wir das mal so machen? Ne? Geht immer wirklich in eine Lösung. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil sonst ist irgendwann einfach Ende im Gelände. Ja? So, und hier geht es auch noch um etwas, und zwar religiöse Faktoren. Das Liebesleben durch die Erziehung und den spirituellen Weg beeinflusst. Wenn jemand da sein Bewusstsein verändert, den Weg beginnt, dann kommt natürlich für jemanden, der an sich arbeitet, auch viel, viel Erkenntnis. Dann tut es nicht in der Partnerschaft so an, ab und dass man sagt so, ach, den Quatsch. Da will ich nichts mit zu tun haben, da will ich nichts von hören. Denkt daran, ihr seid immer eine gegenseitige Bereicherung. Und diese gegenseitige Bereicherung könnt ihr wirklich voneinander lernen. So, und wenn einer auf den Weg geht, ne, zum Beispiel eben auch hier einen spirituellen Weg einschlägt oder in Glaubensangelegenheiten einfach einen anderen Glauben habt, dann solltet ihr euch damit beschäftigen und gucken, kann ich damit umgehen oder nicht. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache und es ist auch eine Wertschätzung dem anderen oder eben der Partnerin. Ihr wisst, ich meine immer beide gegenüber. Und das ist hier auch wirklich ganz, ganz wichtig. Und hier geht es auch um dieses Klarfühlen und achte auf die wiederkehrenden emotionalen und physischen Gefühle. Auch das hat hier etwas mit diesem Absprung, mit dem spirituellen Weg, mit dem Glauben zu tun. Auch mit dem Glauben, wie wurde ich erzogen. Da sollte man wirklich auch da immer immer bei sich selbst bleiben und hier eben wirklich in dieses eigene Ich kommen. Wir werden immer im Grunde genommen dazu aufgefordert, in das eigene Ich, in dieses authentisch Sein
zu gehen. Und das ist eben hier wirklich ganz, ganz wichtig. Gefühle zeigen, Gefühle fließen lassen, sich etwas trauen, ist hier ganz, ganz wichtig. Ja, wenn ihr in dieser Situation gerade seid, ist das natürlich auch natürlich in der Partnerschaft ein Stück Arbeit, ganz klar. Was da auch wichtig ist zu verstehen, wenn jetzt einer sich eben mehr öffnet für die geistige Welt. Manchmal hat man das Gefühl dann in der Partnerschaft, es passt nicht mehr so richtig. Und ich sage dann immer zu meinen Leuten, stellt euch das vor wie auf einer Leiter. Derjenige, der sich damit beschäftigt, der sein Bewusstsein verändert, klettert so langsam die Sprossen hoch. Der kann dann unter Umständen auf der zweiten, dritten Sprosse schon stehen. So, man selber steht da nach unten, guckt nach oben und denkt so, hallo, passt nicht mehr. Das hat aber nur etwas dann mit der Schwingung zu tun. Wenn man sich dafür öffnet und sagt, wow, ist ja interessant und man muss es ja nicht selber leben, aber zeigt dem anderen im Grunde genommen auch da den Respekt und die Achtsamkeit, dass man sagt, ja okay, der hatte jetzt den Weg verändert für sich und ich gucke mir das an und dann werdet ihr unter Umständen eben auch mitgezogen, so dass ihr auf einmal auch wieder zusammen auf der zweiten, auf der dritten Sprosse steht. Also wie gesagt, es ist immer eine Bereicherung und so sehe ich auch immer wieder die Menschheit. Es ist immer eine Bereicherung. Wir müssen nicht alle lieben. Es ist so. Der eine ist aus der Seelenfamilie, der andere eben nicht. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Und im Moment fällt mir dazu ein oder kriege ich auch hier die Botschaft. Es wird ja auch so ganz, ganz viel gesagt, wieso treffen wir uns immer wieder oder dieselben Seelen. Ich sage schon wirklich seit vielen, vielen Jahren, wir sind ja auch immer wieder dieselben, aber in anderen Hüllen, in anderen Aufgaben, aber eben auch vielleicht in einer anderen Form. Im Vorleben war man Mann, jetzt ist man Frau oder umgedreht. Da war das auf einmal so dieses Verhältnis Mutter-Kind oder Vater-Kind. Da gibt es so viele Kombinationen von. Aber die Seelenfamilien treffen sich eben so. Und dadurch kommt auch dieses Vertrauen. Und das ist wirklich, ja, das ist sehr spannend, das ist auch was sehr, sehr Schönes. Und ja, auch das gehört dazu. Also ihr seht, ne, auch mich erwischt es, wenn man nicht aufpasst und achtsam auf sich selber ist. Ja, passiert schon mal. Manchmal brauche ich dann so jemanden, der mich auch auf Seite nimmt und sagt, hallo, zieh dir meine Jacke an. Ja, aber das ist so, buh, da ist man in der Energie, in der Power drin und dann denkt man einfach nicht darüber nach. Ja, so bin ich dann schon mal. So, meine Lieben, aber jetzt gehen wir hier in die dritte Situation und da ist wirklich hier ganz klar, dieses Bleib aufgeschlossen, gesunde Lebensweise ist natürlich auch wichtig. Hier geht es aber auch um die Ernährung, also Gesundheit, achtet auf euch selber. Und hier geht es in der Partnerschaft auch gleichzeitig, wo beide ein Mutterthema haben. Also hier, manchmal stehen ja die lieben Mütter oder die Schwiegermütter oder wie auch immer so zwischen einer Partnerschaft. Wenn ihr da in dieser Situation wirklich gerade drin seid, da müsst ihr Grenzen ziehen. Da müsst ihr ganz klar euch abgrenzen. Ihr müsst bei euch bleiben. Die Wahrnehmung von der Mutter oder Schwiegermutter kann ja auch oft eine andere sein. Ja? Also da geht es wirklich in dieser Partnerschaft, Gefühle fließen zu lassen, Mutterthema aufzuarbeiten. Ich glaube, das hatten wir noch nicht in, oder hatten wir noch, glaube ich, in gar keiner Legung. Wir haben das zwar in der Single-Legung gehabt, klar, weil das ist ja ein Thema, eine Blockade, aber wenn hier dieses Thema ist, schaut euch bitte dieses Thema an. Ganz, ganz wichtig.
Mutterthema heißt auch oftmals so von wegen, man kann sich nicht komplett öffnen, weil man eben wirklich auch fühlt, man ist zum Beispiel nicht gewollt gewesen oder man kam zum falschen Zeitpunkt. Da gibt es auch ganz viele Blockaden eben. Da solltet ihr dann wirklich beide in euer Thema hineinschauen. Und hier die Karte ist ganz wunderbar. Das schafft ihr. Wenn ihr erkennt, dass das das Thema ist, dass da zum Beispiel immer dieses Mutterthema zwischen euch steht, dann muss man da in eine Lösung gehen. Und diese Themen kann man ganz, ganz wunderbar aufarbeiten, abarbeiten. Da kann man reingucken, wo ist mein Thema? Und dann kann man das eben auflösen, was ganz, ganz wichtig ist. Und hier sagt es eben einfach, wenn ihr dieses Thema anpackt, dann packt ihr das, dann schafft ihr das. Also das ist hier ganz kurz und bündig, aber eben dieses wirklich fließen lassen, verstehen, reingucken, ehrlich sein und nicht dann dem anderen vorzuwerfen, oh, deine Mutter oder umgedreht. Nee, wenn ihr beide dieses Thema habt, guckt da rein, stellt es vielleicht sogar auf, lasst es aufstellen. Und dann packt ihr dieses Thema. Und das ist ganz, ganz wichtig hier. Das ist wieder kurz und knapp. Aber was eben total schön ist, wenn ihr dieses Thema wirklich gemeinsam eben erkennt, dann könnt ihr das auflösen. Da kann man richtig gut eben mit und dran arbeiten. So dass eure Partnerschaft eben weiterhin wirklich schön ist und vielleicht in eine ganz tolle Zukunft eben geht. Und hier dieses Bleib aufgeschlossen, dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. So, und das hier ist eine ganz klare Botschaft. Deine Erwartungen. Wir haben oft in der Erwartungshaltung, da geht es nämlich auch hier drum in dieser Botschaft, hier mit diesen Themen, dass wir immer von dem anderen eben da wirklich erwarten, dass der sich verändert, die sich verändert. So, jetzt habt ihr beide das Mutterthema, jetzt müsst ihr beide in dieses Mutterthema gehen. Natürlich gesteht man sich nie gerne ein, so von wegen, oh, ich habe ein Mutterthema. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel bei beiden was haben, Mutter-Vater-Thema, Verlustängste. Das ist ja groß, das ist ja viel, was sich eben auch auf die Partnerschaft dann, Verlustängste eben auswirkt. Ne? Dann ist man da immer in der Angst, in der Sorge drin und dann sendet man natürlich auch immer wieder das Verkehrte aus. Dass man sich mal sorgt um den Partner oder die Partnerin, ist ja alles völlig normal, ist ja auch menschlich. Aber nicht eben immer wieder, wenn es vielleicht mal eine heftige Diskussion gab oder auch mal einen Streit, das reinigt ja auch wieder, muss man ja auch mal so sehen, dass man direkt Angst hat, oh Gott, ich verliere jetzt meinen Partner oder meine Partnerin. Also wenn mal nicht eine fetzige Diskussion sein darf, ja, dann stimmt ja da auch irgendwo was nicht. Und da muss man natürlich da auch in die Partnerschaft gucken. Aber hier geht es eben diese Erwartungen. Wir erwarten immer ganz, ganz viel und sagen immer, ja, aber der gehört doch zu mir oder die gehört zu mir, die sind doch aus der Seelenfamilie. Ja, das ist sehr, sehr schön. Das hat ja auch was mit der Seelenebene zu tun. Aber wichtig ist doch die Realität, das Leben im Hier und Jetzt, das, was von außen auf uns zubrasselt, das ist ja auch etwas, was bewältigt werden möchte, ja? Also das hier ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also es ist ganz wunderbar, jemanden zu treffen, jemanden zu lieben, wo es ja hier offensichtlich auch drum geht, wenn dieses Thema aufgearbeitet ist, das Mutterthema, dass man wirklich jemanden hat aus der Seelenebene, ja, und dann noch in der Realität mit demjenigen eine Partnerschaft leben kann. Das ist ein wunderbares Geschenk und da sollte man auch wirklich dran arbeiten. Und das ist eben wichtig, da nicht diesen Freifahrschein zu nehmen und zu sagen, ja, der ist ja oder die ist ja aus meiner Seelenfamilie. Also Vorsicht, meine Lieben, da müsst ihr wirklich aufpassen.
Ja, und hier geht es um die gesunde Lebensweise. Das ist so ein bisschen so eine Ermahnung, glaube ich, für uns alle. Ausreichend Schlaf und dann eben auch wirklich hier Gesundheit, auf die Gesundheit achten. Ja, passt so ein bisschen auf mich im Moment, ne? Letzte Woche durch oder diese Woche durch den Vollmond, dann habe ich ja immer schon so Tage vorher, wo ich dann ja im Grunde genommen nicht so richtig zur Ruhe komme. Dann schlafe ich ein, tief und fest, und dann zack, bin ich wieder wach, bin ich wieder voll da. Und das ist so ein bisschen so eine Ermahnung hier, die wirklich auf uns alle passt. Aber hier geht es auch darum, diese gesunde Lebensweise, und zwar wirklich dieses gesunde, diesen gesunden Menschenverstand auch gleichzeitig für die Lösungen und dieses gesunde auf alles wirklich zu zelebrieren. Und das ist wichtig, auch hier. Ihr müsst euch da in dieser Partnerschaft auch wirklich etwas Gutes tun, achtsam sein. Und das hat natürlich auch etwas mit negativen Energien zu tun. Und die Karte passt wirklich hier auf alles, weil hier die letzte Legung ist ja wirklich sehr, sehr klar. Und das ist hier wirklich schon so eine Botschaft, die zu allem passt, dass man wirklich die Achtsamkeit auch auf sich selber lenken muss, dass es einem selber gut geht. Und dann reflektiert man das, dann geht man in diese Leichtigkeit hinein und wieder mit dem Lebensfluss. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wow. Aber das hier ist sehr schön. Also bei diesen drei verschiedenen Geschichten, wo ihr eben drin hängt, Problemen, sehe ich jetzt nicht unbedingt irgendwo in einer Partnerschaft eben eine Trennung. Es sind alles Sachen oder eben ja wirklich Probleme, die man angehen kann, die man lösen kann. Man muss aber auch mal vielleicht auch die Kritik von seinem Gegenüber annehmen, wenn der sagt oder die sagt so von wegen, hey, da solltest du aber noch mal da in dein Thema gucken, das sehe ich ein bisschen anders oder es ist nicht mein Thema. Da solltet ihr auch immer ganz, ganz ehrlich mit euch selber sein, ja? So, jetzt ziehe ich noch eine schöne Kraftierkarte für uns alle. Ich habe mal heute das andere Kraftierdeck genommen. So. Wow. Tiger, Tiger, die Begeisterung. Und das ist es hier, die Begeisterung für uns alle. Begeistert, seid wieder begeistert vom Leben, begeistert von der Leichtigkeit. Begeistert, wenn ihr hier zum Beispiel wirklich ein Picknick macht oder spazieren geht, mal in der Leichtigkeit wieder seid. Lebt das Leben wieder voller Begeisterung. Und das passt ja. Und der Tiger hat ja eine ungeheure Kraft und ja, sehr, sehr schön. Ja, meine Lieben, so im Anschluss drehe ich jetzt die Single-Speziallegung. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Also hier, das sehe ich jetzt wirklich nicht als Drama, sehe ich wirklich sehr positiv, weil man hier wirklich Lösungen haben kann, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist und in seine Themen geht. Wow. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein wundervolles, sonniges, tolles Wochenende und lasst es euch einfach gut gehen. Und für diejenigen, die auch so ein bisschen angeschlagen sind, gute Besserung. Und ich sage bis in 14 Tagen, da gehen wir in die Juni-Tarotlegung und da sind wir gespannt, was der Juni uns so Schönes bringt. Bis dahin, alles Liebe, eure Birgit.